Maske braucht ihr nichts weiter als ein rechteckiges Tuch oder ein Geschirrhandtuch oder was ihr gerade so da habt. Faltet es von oben nach unten und von unten nach oben, so wie es hier gerade in dem Video passiert. Und fixiert die Enden mit zwei Zopfgummis. Da könnt ihr auch gerne welche nehmen, die schon ein bisschen ausgeleiert sind. Dann ziehen sie euch später nicht an den Ohren. Wenn ihr das fertig habt, steckt ihr die äußeren Enden in das Innere der Maske. Da, wo ihr quasi Falten gebildet habt. Jeweils die beiden Enden der Zopfbänder einmal lang, sodass Schlaufen für eure Ohren entstehen. Und so könnt ihr das Ganze dann auf euer Gesicht setzen.